Wenn jetzt ein weiteres Hilfspaket mit weiteren Reformauflagen nach Griechenland gehen soll, dann können Sie sich das nur so erklären, dass die deutsche Regierung einen Geheimplan habe. Denn sie kann ja davon nicht ausgehen, dass sie das Geld zurückbekommt auf diese Art und Weise. Und der Geheimplan wäre die Unterwerfung von Griechenland im ersten Schritt und dann die Kontrolle über Spanien, Frankreich und Italien. Wie kommen Sie darauf? Well, let's begin with a very simple question. Beginnen wir mit einer ganz einfachen Frage. Ganz einfach, eine rhetorische Frage, klar. Aber ich stelle sie mal und dann beantworte ich sie. Nehmen wir an, Sie wären Gläubiger und haben einen Schuldner, der pleite ist, mit schrumpfendem Einkommen. Können Sie das reparieren durch weitere Kredite? Glaube ich kaum. Ich war dagegen, gegen diese Hilfspakete, weil ich nicht glaube, dass wir jemals werden zurückzahlen können, was an alten und neuen Schulden aus Deutschland aufgehäuft worden ist, unter den Bedingungen der Finanzpolitik, der wir zugestimmt haben. Es war also immer eigentlich ein Skandal, dass die griechische Regierung von den europäischen Kollegen Geld annimmt, obwohl sie weiß, dass sie nicht zurückzahlen kann, wenn der Bundestag diese Hilfspakete verabschiedet. Voll bewusst, dass Griechenland nicht zurückzahlen kann. Nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil wir das nicht können. Wenn du pleite bist, kannst du halt nichts zahlen und kannst der Pleite auch nicht entrinnen durch weitere Kredite. Das war immer meine Haltung und das bleibt sie auch. Moment, Sekunde. Wenn meine Analyse stimmt, muss man fragen, warum da Gläubiger sind, die versuchen, als ich Finanzminister war, mir noch Pakete aufzubürden. Wenn ich ihnen sage, wir können schon das Alte nicht zurückzahlen. Wenn es nicht einen Neustart der griechischen Wirtschaft gibt. Gut, darauf hat es keine Antwort gegeben. Höchstens die, die Wolfgang Schäuble gab. Ich muss das so machen, weil sonst die Spanier, die Portugiesen, die Iren, die Franzosen und so weiter auf dumme Gedanken kommen. Die Idee ist also die, das Geld der Steuerzahler ist verschwunden im schwarzen Loch namens Griechenland, um Portugal und Irland zu schützen. Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen. Dann ist es ja nicht so geheim gewesen, wenn Schäuble das zugegeben hat. Herr Bummel, die Gläubiger waren ja anders. Also das Problem war ja ein anderes. 2010, dafür ist Deutschland nicht verantwortlich, war Griechenland pleite. Sie hatten riesige Schulden und die Schulden haben Banken bei ihnen sozusagen mit Krediten gegeben. Also sie hatten eine Überschuldung, die die Banken finanziert haben. Die Banken waren die Gläubiger. Und das Problem, was Europa gesehen hat, war, wenn Griechenland seine Schulden nicht mehr bezahlt, müssen die Banken große Werte abschreiben. Das hätten die aber verkraftet, das wäre kein Problem gewesen. Aber es hätte deutsche und französische Banken vor allem getroffen. Die sind gerettet worden, nicht die Pensionäre und nicht die Lehrer. So, und da fing im Grunde der Fehler an. Wir haben deutsche Geld und auch europäisches Geld in diesen Bailout gesteckt, obwohl jeder wusste, dass Griechenland pleite ist. Und seitdem müssen wir natürlich ein neues Paket nach dem nächsten machen, weil zum Beispiel Frau Merkel nicht zugeben kann, dass dieses Geld verloren ist. Weil das ist ja das, was passiert ist. Sie hat ja Geld in ein schwarzes Loch geworfen. Und in dem Augenblick, wo es kein neues Hilfspaket gibt, gibt es auch keine Zurückzahlung der alten Schulden. Und seitdem wir diesen Mechanismus haben, ist das natürlich ein völlig kranker Prozess. Und gleichzeitig ist Griechenland Das ist ja die Frage, die Herr Varoufakis sehr theoretisch, wie er sagte, um sie dann selber zu beantworten, aufgeworfen hat. Warum macht zum Beispiel der deutsche Finanzminister das, wenn er nicht eine andere Idee hat? Weil auf die Art und Weise sagt er ja, kriegen wir das Geld nie wieder zurück. Also gibt es eine Art von deutscher Politik, die darauf abzielt, einen Staat wie Griechenland klein zu halten? Also zunächst mal ging es einfach, denke ich, um die Banken und um die Rettung der Banken. Danach geht es natürlich schon auch um ein Europa, in dem sich ein bestimmtes Modell durchsetzt. Und das sehen wir jetzt auch bei anderen Ländern. Also selbst bei denen, die nicht unter Programmen sind, wie Portugal. Portugal hat jetzt eine linke Regierung, die versucht, ein bisschen die Lohnkürzungen zurückzunehmen, die Renten etwas besser zu stellen. Sofort gibt es eine Intervention der Europäischen Kommission, die sagt, das dürft ihr nicht, sonst kriegt ihr Probleme. Es gibt auch gleichzeitig von den Finanzmärkten, von den Ratingagenturen die Drohung, wenn ihr das jetzt macht, stufen wir euch runter, dann haben sie die gleichen Probleme wie Griechenland. Das heißt, wir haben tatsächlich in Europa eine Struktur, die die Politik völlig entdemokratisiert, weil die Regierungen, die gewählt werden, gar nicht mehr durchsetzen können, wofür sie gewählt sind. So, und das ist ein großes Problem und dann muss man sich nicht
nicht wundern, dass die Leute sich von diesem Europa abwenden. Und die Frage ist, wer profitiert davon? Das möchte ich Herrn Lindner mal stellen. Also wenn das, wir folgen mal der Analyse von Frau Wagenknecht und sagen, es ist also diese Struktur. Kleinen Moment. Was man ja feststellen muss auf der anderen Seite, und das wird ja auch immer wieder betont, den Deutschen ging es in diesen Krisenjahren ja sehr gut. Wir haben einen Exportüberschuss, wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit langer Zeit, wir haben sprudelnde Steuereinnahmen. Ist das nur Zufall oder ist das am Ende Absicht? Denn die Politik wird so gemacht, dass am Ende Deutschland gewinnt. Frau Maischberger, Deutschland profitiert heute noch von marktwirtschaftlicher Politik und marktwirtschaftlichen Reformen aus dem vergangenen Jahrzehnt. Es ist tragisch, dass die Große Koalition viel davon jetzt wieder einsammelt. Aber wir haben uns unsere wirtschaftliche Stärke, die Menschen haben die wirtschaftliche Stärke unseres Landes erarbeitet, auch durch viel Reformbereitschaft. Übrigens, Frau Wagenknecht, ausdrücklich teile ich Ihre Analyse nicht. Und wenn Sie von Demokratie sprechen, bin ich an Ihrer Seite. Aber zur Demokratie gehört, dass wenn ein Volk Entscheidungen trifft, wie das Griechische, dass genau dieses Volk auch die Folgen der Entscheidungen zu tragen und, ich sage präziser, zu bezahlen hat. Weil sonst haben wir nicht Demokratie. Sonst haben wir die Situation, dass Sie, Herr Varoufakis, Herr Brok, eine Entscheidung treffen, die Herr Blome und ich bezahlen müssen. Aber das war doch die Entscheidung der deutschen Regierung. Könnte, wir haben dagegen gestimmt damals. Ich weiß, und das war falsch, dass Sie damals dagegen gestimmt haben. Also es war richtig, für die Schulden Griechenlands zu haften, deutschem Steuergeld? Ja, im Jahr 2010 fortfolgende war das ausdrücklich richtig. Mhm. Sie haben auch doch gewiss noch in Erinnerung, was wir für eine Finanzkrise im Jahr 2008 hatten. Dann eine Volkswirtschaft wie Griechenland in den Abgrund fallen zu lassen, hätte unkalkulierbare Folgen gehabt. Deshalb habe ich es als richtig empfunden und würde jede Entscheidung damals 2010 bis 2013 so wieder treffen. Und jetzt kommt der spannende Punkt, Frau Maischberger. Den Einsatz will ich noch machen. Es hat im Jahr 2013 fortfolgend eine Veränderung gegeben. Damals war die Idee, man spannt einen Rettungsschirm über Griechenland, damit darunter Strukturveränderungen vorgenommen werden können, konsolidiert werden kann, Reformpolitik gemacht werden kann. Eine Strategie, die in Spanien, Portugal durchaus funktioniert hat. Ihr kriegt das Geld von uns, dafür macht ihr aber Reformen, dafür sorgt ihr dafür, dass ihr irgendwann eure Schulden wieder tragen könnt. Und Griechenland war durchaus auf einem guten Kurs. Man muss leider sagen, bis die auch von Ihnen mitgetragene Regierung ins Amt kam. Und jetzt gibt es eine Veränderung in Deutschland. Wir haben nämlich im vergangenen Jahr der Deutsche Bundestag unter Führung insbesondere einer Bundeskanzlerin und eines Finanzministers der CDU Griechenland ein drittes Paket gestattet, wiederum Geld gegeben, obwohl auch der Internationale Währungsfonds gesagt hat, diese Spar- und Reformpolitik führt am Ende nicht dazu, dass Griechenland seine Schulden wird tragen können. Und deshalb hat es eine Veränderung in der Stabilisierungs- und in der Währungspolitik gegeben. Letztlich sind wir jetzt in eine Transferunion eingetreten. Und das ist nicht im Sinne des deutschen Steuerzahlers und einer stabilen Europäischen Union. Darf ich mal mit Ihnen diskutieren, warum haben denn warum hat das nicht funktioniert? Warum hat das nicht funktioniert, dieses Prinzip, diese Medizin, wir geben euch Geld, dafür macht ihr Strukturreformen und ihr spart? Die hat funktioniert, bis zur Regierung Tsipras. Wenn man sich die finanziellen Entwicklungen Griechenlands ansieht. 25% Wirtschaftsleistung verloren, da kann man doch nicht sagen, das hat funktioniert. Eine Jugendarbeitslosigkeit von 60%, Sie denken, zu kurzfristig, denken Sie. Sie sind nicht der Einzige, der im Besitz von Fakten ist. Darf ich bitte noch? Ich muss noch einmal an die Faktengrundlage erinnern. Verlangen Sie doch das Datenmaterial von Eurostat. Das ist zu sehr Fiction. Herr Varoufakis, die Frage ist einfach. Also Griechenland ist ja nicht das einzige Land gewesen, das in dieser Art von einer Troika dann Aufgaben bekommen hat im Austausch eben zu Krediten. Es hat funktioniert in Spanien, es hat in Irland funktioniert. Warum nicht in Griechenland? Well, let me give you a very succinct answer. Because the degree of austerity, eine ganz knappe Antwort. Das Maß der Sparpolitik in Griechenland war 7 bis 8 Mal schärfer als in jedem anderen Land. Erstens. Zweitens. Griechenland konnte seine Schulden nicht tragen. Klar, ich sage gerne etwas zum Thema Strukturreformen. Vielleicht lassen Sie ihn erst aus dem Herr Blume. Kürzen müssen, da hätten Sie nur einfach Gesetze umschreiben müssen. You get the chance. Herr Blume, lassen Sie einmal ausreden und dann haken wir ein.
Ich bin sehr interessiert an Ihren Aussagen, aber vielleicht möchten Sie noch etwas weiterreden. Oder ich darf noch was sagen zur Strukturreform. Was Sie sagen, ist natürlich wichtig. Griechenland braucht tiefgreifende Strukturreformen, aber wie macht man sie? Es gab verschiedene Vorschläge, auch moderate Vorschläge. Wir alle hätten denen wahrscheinlich leicht zugestimmt. Und auch gesagt, die waren vernünftig und moderat. Deswegen habe ich das Thema Demokratie angesprochen. Aber es wurde nie diskutiert. Das wurde verordnet. Sie haben es gerade dargelegt, die Verknüpfung mit den Reformen und so weiter. Warum haben die nicht funktioniert? Erhöhte Unternehmensbesteuerung. Ich bin nicht der Anhänger des dritten Pakets. Ich bin nicht das dritte Paket. Ich will gerne, auch wenn die Zeit knapp ist, mit Ihnen darüber reden. Das Thema, wo wir alle einer Meinung wären, lautet doch, wie machen wir Griechenland reformfähig? Moment, ich war doch noch mit meinem Gedankengang nicht fertig. Klar stehe ich hier für meinen Fall und erkläre Ihnen meine Sicht der Dinge im Sinne Ihrer Frage. Schäuble glaubt nicht an diese Reformagenda. Er hält sie für völlig unmachbar. Er glaubt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit. Tsipras auch nicht. Keiner glaubt daran. In einer Situation, wo keiner an die Reformagenda glaubt, unterschreibt sie jeder. Was passiert denn da in Europa? Sind wir völlig verrückt geworden? Das ist ein Scheitern von Regierungen, nichts anderes. Die sind verantwortlich, aber ich mache keine Vorwürfe. Nie der deutschen Regierung gemacht, das ist ein kollektives Versagen. Dem müssen wir uns stellen. Nicht, dass die Griechen das nicht wollen und so weiter. Ja, we listened a lot now. So, nein, aber tatsächlich, die Frage ist ja die, die kann ich ja auch Herrn Bruck stellen. Es hat nicht funktioniert bisher. Also die Arbeitslosigkeit in Griechenland ist auf einem Rekordhoch. Die wirtschaftliche Leistung ist so schlecht oder noch schlechter, als sie vorher war. Warum hat es nicht funktioniert und was ist die Alternative zu einem weiteren Hilfspaket mit eben weiteren Reformbemühungen? Es hat funktioniert bis zum Dezember, Januar 2013/14. Dann gab es eine Wahl. Dann gab es eine Wahl. Bis dahin hat die Regierung sich unvollständig. Darf ich mal einen Satz zu Ende sagen, Frau Wagenknecht? Dankeschön. Sie hatten schon einen gewissen Überschuss im Haushalt wieder, abgerechnet von den Schulden. Es war ein Zuwachs des Exports, es war Wirtschaftswachstum gemäßig da. Noch lange nicht ausreichend, weil auch die vorherige Regierung nicht die ausreichende Reform hat. Ein Land, das kein Katasteramt macht und trotz europäischer Förderung es nicht einführt, das keine Reform der Verwaltung macht, das eine funktionierende Verwaltung ist, das kein funktionierendes Finanzamt hat, wo man monatelang, jahrelang braucht, um als Unternehmen arbeiten zu können, dass man nicht schnell ins Geschäft hineinkommt. Ich erkenne einen Fall, wo man 10 Monate braucht, bis ein Sonnenunternehmen Anschluss an Elektrizitätswerk richtet, das staatlich war. Das ist alles nicht schnell genug oder überhaupt nicht passiert. Und das, was weniger was passiert ist, ist dann von der Regierung Tsipras Varoufakis noch abgeschafft worden. Und das hat Griechenland 80 Milliarden Euro gekostet, diese Reform. Dann ist die Frage, ob man das weitermacht. Aber bis dahin hat es funktioniert. Warum machen Sie jetzt das? Also warum verknüpfen Sie wieder ein Hilfspaket wieder mit denselben Reformauflagen? Sie haben jetzt die Troika gerade in Griechenland gehabt. Die sind unverrichteter Dinge zurückgekommen. Das frage ich mich auch. Das ist eine Frage, die auf der Ecke stand und sagt, gibt man diesem Land noch mal eine Chance, dieses zu tun? Das hat aber nicht mit Demokratie zu tun. Das will Griechenland auch selber gar nicht. Und dass wir feststellen müssen, dass jetzt die Griechen offensichtlich eine letzte Chance haben. Und wenn sie jetzt Sie zwingen die Griechen zu ihrem Glück, die wollen es doch gar nicht. Einen Satz noch, Herr Bruck, die Mehrheit der Bevölkerung möchte in Europa bleiben. Und wir müssen feststellen, dass diese Regierung sie wiederum betrügt, weil sie wiederum nicht die notwendigen Reformen machen, die sie versprochen haben, die sie unterschrieben haben. Und aus diesem Grunde müssen wir gleichzeitig sehen, dass dieses Land auch nicht bereit ist, in der Flüchtlingsfrage die für notwendigen Verpflichtungen anzunehmen, die sie annehmen müssen. Herr Bruck, der Punkt ist doch, wir können ja beide nacheinander.
Der Punkt ist doch folgender. Jeder weiß, das aktuelle Reform- und Sparprogramm in Griechenland wird nicht zum Erfolg führen. Mhm. Es ist auch widersinnig, dass man Steuern erhöht für die Tourismuswirtschaft und glaubt, Griechenland würde dann attraktiver werden. Die Griechen selbst wollen es nicht, siehe Referendum. Und der griechische Ministerpräsident ist selbst ein Gegner dieses Reformpakets. Der Internationale Währungsfonds glaubt nicht daran und macht Vorgaben. Deshalb kann ich nur sagen, wir sollten uns ehrlich machen. Mhm. Ich habe es für falsch gehalten, dass der Deutsche Bundestag überhaupt unter diesen Bedingungen ein drittes Paket auf den Weg gebracht hat. Es funktioniert nicht, man sieht es in diesen Tagen. Es kann nur eine Lösung geben. Mhm. Griechenland bekommt eine Schuldenerleichterung, betrifft auch deutsche Steuerzahler. Zweitens, es muss den Euro verlassen, weil sonst ist es ein Anreiz für Portugal, Spanien, einen ähnlichen Weg zu gehen. Drittens, es sollte in der Europäischen Union verbleiben können. Dann kann es Strukturhilfen bekommen für den Aufbau von Verwaltung, für die Unterstützung des Mittelstands, damit es dort auch weiter geordnete Strukturen gibt. Aber der jetzige Weg im Euro mit deutschem Geld, ohne Reformen, kein Schuldenschnitt, der führt nur dazu, dass die Fliehkräfte in Europa noch größer werden. Nun, als seien das jetzt die Reformen, die Griechenland gebraucht hätte. Also, es lief darauf hinaus, dass ein deutsches Unternehmen, ein großes Unternehmen aus Deutschland, eine Monopolstellung aufbaut. Moment, das muss ich sagen dürfen. Sie würden nie alle Regionalflughäfen in Deutschland einem Unternehmen verkaufen. Es würde Ihnen nie einfallen, weil sie den Wettbewerb sichern wollen, zu fordern, dass Griechenland das alles an Frankfurt Airport verkauft. Ja, wir können nicht mal einen bauen, das sagen Sie vielleicht zu Recht. Also so ein Verkauf und Monopolbildung wollte die Regierung. Die würden das machen. Die geben auch unser Breitbandnetz in die Hand eines Unternehmens gerade. Sie kommen gleich zu bekommen. Einmal ganz kurz, Herr Varoufakis, eine solche Fernsehdiskussion ist anders als das, was Sie gestern gemacht haben. Gestern hatten Sie 4 Stunden auf einer Bühne und konnten alleine reden. Sie müssen schon bitte erlauben, dass die anderen, die möglicherweise, Sie sagen zwar zero Fakten haben, aber auch eine Meinung und möglicherweise eine fundierte, einmal zu Wort kommen. Frau Wagenknecht. Jetzt ist Frau Wagenknecht dann. Aber wenn Sie falsche Fakten auf den Tisch legen, dann brauchen wir nicht zu reden. Hoffentlich haben Sie keine falschen Fakten. Also ich glaube, dass gerade das, was Sie genannt haben, eben wieder ein Beispiel dafür ist, dass die völlig falschen Reformen Griechenland diktiert worden, weil die Privatisierung der Flughäfen hat das Land nicht vorangebracht. Im Gegenteil, sie haben ja noch gewisse Einnahmen gebracht. Was sie gebraucht hätten, wären tatsächlich Reformen zur Bekämpfung von Korruption, zur Besteuerung der Reichen. Sie haben ja immer gesagt, das ist alles so gut gelaufen, bevor Syriza rankam. Ist irgendwas in der Richtung passiert? Gar nichts ist passiert. Also es sind ja genau die falschen Dinge. Also niemand diskutiert. Jetzt lassen Sie mich bitte auch einmal ausreden, Herr Brok. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Also es ist ja nicht so, dass irgendeiner bestreitet, dass Griechenland Reformen braucht, sondern dass diese Pakete, und zwar von dem ersten Paket an, genau mit den falschen Reformen verbunden waren, die zu wachsender Ungleichheit und zu mehr Armut geführt haben. Und ich möchte auch noch was sagen zu der These, die Sie so unwidersprochen mehrfach vertreten haben, dass das in allen anderen Ländern so gut funktioniert hat. Das ist doch eine Legende. Also das irische Wachstum ist wesentlich ein Wachstum, von dem die irische Bevölkerung nichts hat. Das beruht darauf, dass sie einen Unternehmenssteuersatz von 12,5% haben und immer mehr internationale Konzerne natürlich das irische Steuersparmodell nutzen und sozusagen dort ihr Einkommen waschen und ihre Gewinne waschen. Das ist formales Wachstum. Die Menschen sind viel ärmer als vor der Krise. In Portugal, in Spanien haben wir eine riesige Jugendarbeitslosigkeit. Aus Portugal sind in den letzten Jahren 500.000 junge, ausgebildete Menschen abgewandert, weil sie keine Chance auf einen Job im eigenen Land haben. Und da sagen sie, das ist so toll. Warum werden denn dort jetzt Linksregierungen gewählt? Ja, gerade weil die Leute es satt haben, dass man sie immer ärmer macht, weil sie es satt haben, dass ihre Oberschicht immer reicher wird. Das gilt ja auch für Griechenland. In der schlimmsten Krise sind die reichsten Griechen noch reicher geworden. Das ist das, was wir in Europa haben. Dies und das sind die Reformen, die überall durchgesetzt werden und die nirgendwo schlicht die Situation besser machen, sondern überall die Lebensverhältnisse der Mehrheit verschlechtern. So, ich bin aus allem Grund nicht Ihrer Meinung. Denn wir haben ja eins gesehen. Der Internationale Währungsfonds, der sehr viele Erfahrungen hat mit solchen Situationen, stimmt nicht mit unserer Bundesregierung überein, auch nicht mit den europäischen Institutionen, was Griechenland angeht. Herr Brok, das ist übrigens der Unterschied zu der Stabilitätspolitik in Europa, die Sie seinerzeit mit der FDP gemacht haben, zu dem, was Sie jetzt mit der SPD machen. Bei uns war der Internationale Währungsfonds immer und er musste mit im Boot sein. Und Frau Lagarde sagt jetzt, Schuldenschnitt, strukturelle Reformen, dann kommt dieses Land wieder auf die Beine. Und man wird nicht, Herr Blome, auf Dauer gegen die Gesetze der Ökonomiepolitik machen
können. Es sei denn, Frau Wagenknecht und Herr Brok wollen weiter deutsches Geld nach Griechenland geben. Wir haben in ein schwarzes Geld nach Griechenland Loch, wie Sie es ja selbst bezeichnet also, haben. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich ein bisschen absurd. Strukturveränderungen wie Sie und ich bin jetzt der Böse? Nein. Seien Sie doch mal logisch. Das dritte Griechenland-Paket hätten Sie nicht machen dürfen, Herr Brok. Stimmen Sie denn, Herr Lindner hat ja sich zum hat politisch gefordert. Herr Blume glaubt, das kann jetzt nicht kommen wegen der Flüchtlingskrise. Glauben Sie, das ist noch eine wahre Option? Hätten Sie das gerne? Na, ich finde es eigentlich ziemlich unsinnig, das nur bezogen auf Griechenland zu diskutieren. Nein, wir müssen also, wir es aber sehen heute ja, bezogen auf dass der Euro schon ein Problem ist. Wir haben, der Euro ist zu weich für Deutschland. Wir haben irre Exportüberschüsse, gerade wieder ein Rekord im letzten Jahr. Und er ist zu hart für bestimmte Volkswirtschaften wie für Griechenland. Trotzdem ist es natürlich so, wenn man jetzt ein Land, so wie das im Sommer war, aus dem Euro quasi rausschubst und es der Spekulation überlässt, welchen Wert diese Währung hat, dann wird diese Währung in Grund und Boden spekuliert. Und dann ist Griechenland natürlich nicht geholfen. Das heißt, wenn, müssen wir darüber nachdenken. Ja, das ist nicht Markt, sondern das ist Spekulation. Also Währungsspekulation hat relativ wenig damit zu tun, wie reale wirtschaftliche Ungleichgewichte sind, sondern das haben wir bei anderen Volkswirtschaften auch gesehen. Die können Währungen völlig überbewerten und völlig in den Keller bringen. Das heißt, wenn wir tatsächlich eine sinnvollere Währungsstruktur wollen, dann muss man die Spekulation eindämmen. Und das kann man natürlich, das war früher teilweise im EWS auch, durch Interventionen von Notenbanken verpflichtend. Wollen Sie noch mehr Notenbankintervention? Herr Draghi ist doch nur noch aktiv. Natürlich, ja, aber was macht er denn mit seiner Intervention? Ja, der kauft Griechenland Zeit. Ja, der pumpt jeden, griechische Staatsanleihen kauft er, glaube ich, zurzeit gar nicht. Aber er pumpt jeden Monat 60 Milliarden in die Banken. Also das ist die idiotischste Intervention, die man sich vorstellen kann. Diese klassenkämpferische Parole, die Banken kaufen doch die Staatsanleihen ihrer Länder dann. Das ist doch eine Umgehung der Staatenfinanzierung. Die kaufen auch Aktien. Warum sind denn die Aktienmärkte teilweise hoch gewesen, die Anleihen? Das machen die Banken. Banken eben nicht. Das machen sie eben die auch. Die Banken kaufen Staatsanleihen ihrer eigenen Länder. Und das ist nicht mehr die Währungspolitik, die wir brauchen. Und deswegen sage ich, diese Intervention von Draghi ist natürlich völlig unsinnig. Aber eine Stützung von Währungen, also ich bitte Sie, also ganz viele Ökonomen, und zwar eigentlich der intelligentere Teil der Zunft, sagt ganz klar, dass man nicht Währungskalkulation gerade von kleinen Währungen der Spekulation überlassen darf, gerade so eng verflochten, wie die europäischen Wirtschaften sind. Wenn man da den Euro aufspaltet und der Spekulation überlässt, die Währung hoch. Die Schweiz hat gerade erlebt, was passiert mit ihrer Politik. Der Schweizer Franken, da können Sie Ihre Politik beobachten. Da hat die Notenbank versucht, gegen den Markt zu arbeiten. Wir haben hier das auch weitermachen können. Wir haben hier die fundamental unterschiedlichen Ansichten über den Markt und über Spekulation und die Banken. Das ist ein Teil des Problems. Ein Teil des Problems ist, dass es unterschiedliche Betrachtungsweisen der Fakten gibt in Griechenland und in der EU. Sieht, wie schwach der griechische Staat im Moment ist, wie viele Schwierigkeiten er hat, dann zu sagen, tatsächlich, warum verknüpfen wir nicht das eine mit dem anderen? Warum tatsächlich schauen wir nicht, dass wir denen mit den Reformen mehr Zeit geben, damit sie gleichzeitig auch für uns einen Teil der Flüchtlingskrise mit bewältigen? Wäre das denn so schlimm? Ja, sie sind ja schon in der Situation. Sie müssen ja die Erstaufnahme bewältigen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, dass faktisch jetzt das ärmste Land in Europa, das teilweise die eigene Bevölkerung nicht mehr satt bekommt. Ja. Also in Griechenland wird ja bei Teilen der Bevölkerung gehungert. Dass die jetzt auch noch sich um Tausende und Abertausende Flüchtlinge kümmern müssen. Nein. Und natürlich ist es dann auch verständlich, dass sie sagen, okay, also wir winken durch, weil es keine EU-Regeln gibt. Und das ist ja das große Defizit. Es gibt keine Verteilung, es gibt keine Kontingente. Es gibt nichts. So, das heißt, alle winken durch und am Ende kommen die Menschen dann in Deutschland an. Aber so ist ja zurzeit die Regel. Nicht helfen. Wenn es ihm so schlecht geht, wie Sie beschreiben. Ja, wobei denn helfen? Dabei die Leute dort zu halten? Nein. Wie sollen Sie das, machen? Und ich meine, die Hilfen, die angeboten sind, also natürlich lassen sich daran helfen, dass sie diese Geräte entgegennehmen und vieles andere mehr. Aber jetzt zum Beispiel dieser NATO-Einsatz. Also das kann mir keiner erzählen, was die NATO dort tatsächlich leisten soll. Das ist also entweder ist das ganz brutal, dass sie die Schiffe versenken wollen. No. Also das kann man doch nicht ernsthaft vertreten. No. That we have military vessels? No. Sollen wir mit Kriegsschiffen aufkreuzen? Ist das das, was Sie nahelegen? Dass wir möchten in der Türkei oder auch in anderen Ländern, das ist ja in Nordafrika der Fall, dass nur die Leute hier durchkommen. Sie sind ja auch dafür, dass man Volksabstimmungen auch in Deutschland macht. Würden Sie eine gerne machen über den Verbleib Deutschlands in der EU? Glauben Sie, das wäre anders in der Diskussion dann, als es jetzt in Großbritannien läuft?
Ja, das weiß ich nicht. Ich finde nur, dass die EU, so wie sie heute gestrickt ist, natürlich alles dafür tut, dass sie ihre Popularität verliert und verspielt. Und ich sag mal, die wirklich groß... Wollen wir das deshalb dem Volk als Abstimmung? Ja, ich finde schon. Ich finde natürlich, dass man die Menschen fragen kann. Es darf dann nur nicht zu einer Schlammschlacht sozusagen des Populismus werden. Aber von der Sache her ist das natürlich richtig. Aber ich fände es besser, wenn die EU natürlich auf eine andere Grundlage gestellt wird. Weil ich will nicht, dass in Europa immer mehr Nationalisten stark werden. Und ich meine, die Hauptgefahr in der EU ist ja nicht nur ihr völliges Versagen in der Flüchtlingspolitik. Sie hat ja in ganz vielen anderen Fragen auch versagt. Also bis heute haben wir keine gemeinsame Steuerpolitik, keine Mindeststeuern für Unternehmen. Da macht man sich gegenseitig Konkurrenz und klaut sich sozusagen... In der Flüchtlingsfrage keine europäische Zuständigkeit. Ja, aber das ist doch ein Seit 20 Jahren ja, haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Zuständigkeit in der Asylmigrationspolitik verweigert. Ja, in der Steuerpolitik gibt es keine europäische Zuständigkeit, ja, weil die Mitgliedstaaten das nicht wollen. Das zeigt doch, wie die EU falsch konstruiert ist, dass sie sich sozusagen einmischt, wie eine Gemeinde bestimmte Aufträge ausschreiben muss, aber in diesen wirklich fundamentalen Fragen keine gemeinsame Stimme hat. Und deswegen steigt eben in Europa die Ungleichheit, es steigt die Armut und es steigen die Zustimmungswerte für Nationalisten. Und spätestens, wenn die nächste französische Präsidentin Le Pen heißt, ist die EU sowieso am Ende. Dann ist spätestens Schluss. Und ich möchte gerne, dass es nicht so weit kommt. Ihre Fraktion im Europäischen Parlament immer mit Le Pen gemeinsam ab? Ach, jetzt kommen Sie mal. Also das ist doch völlig absurd. Also jetzt kann ich Ihnen auch mit Herrn Orban kommen, der in Ihrer Fraktion also ich muss sagen, dass es Links- und Rechtspopulisten gleichermaßen gefährlich finde. Das gerade nicht also das möchte ich mir jetzt wirklich mal verbitten, hier mit Frau Le Pen irgendwie in einem Atemzug genannt zu werden. Also das ist eine Unverschämtheit. Wer hat sie denn im Zusammenhang mit Frau Le Pen genannt? Sie haben doch eben gesagt, Rechts- und Linkspopulisten seien für Sie auf einer Ebene. Und das ist eine Unverschämtheit, die ich zurückweise. Aber warum fühlen Sie sich da überhaupt selber angesprochen? Das finde ich sonst bemerkenswert. Ich dachte eher an Podemos, aber wenn Sie sich als Linkspopulistin angesprochen fühlen... Podemos ist unsere Schwesterpartei in Spanien. Wir sind mit Podemos in einer gemeinsamen Fraktion im Europäischen Parlament. Vielen Dank, das war eine sehr... Ich glaube, Herr Bokas hat gesagt, dass Sie manchmal die Abstimmung gemeinsam machen. So, Herr Varoufakis. Yes, you can comment on this, weil Sie eine Vereinigung, gestern eine Bewegung ja gestartet haben in Berlin, die M25, die ja genau dieses hier kritisiert. Die Europäische Union, so wie sie jetzt ist, funktioniert nicht, sagen Sie, sie ist undemokratisch. Sie geht an dem, was die Menschen wollen, völlig vorbei. Wie glauben Sie denn, dass Sie das ändern können? Well, let's take the example of what we've been discussing. Nehmen wir doch das Beispiel dieses Themas. Kein Zweifel, dass Deutschland das nicht schafft mit all den Flüchtlingen. Aber wichtig ist dennoch die Geste von Kanzlerin Merkel, um die Stimmung zu beeinflussen. Dafür bin ich so dankbar. Wie sollten wir nachdenken über diese Fragen, wenn ich da eine Anregung machen darf? Denken wir über die richtige Lösung nach und entwickeln dann die einzelnen Schritte. Sie sagen zu Recht, wir brauchen eine gemeinsame Politik. Nach der Art von Frontex eine gemeinsame Grenzpolitik und so weiter, mit Frankreich, Griechenland, überall. Das soll unsere gemeinsame Politik bestimmen. Stimmt ja. Total freedom of movement within. Gleichzeitig brauchen wir natürlich die Freizügigkeit. Wenn wir das aufgeben wollten, Pässe zwischen den einzelnen Ländern erneut, Schengen und so weiter. Wir brauchen eine gemeinsame Politik ohne eine solche Umverteilung der Flüchtlinge. Das ist ja auch keine Manövriermasse, solche Flüchtlinge. Gemeinsame Außengrenze, wie gehen wir damit um? Ein System der Solidarität, das anfängt mit einer Solidarität innerhalb Europas. Nicht, was machen wir mit denen, den Polen, den Griechen und so weiter. Das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen über uns Europäer nachdenken und als Europäer handeln und uns bewusst machen, in Europa leben Europäer. Demokratisieren wir die Institutionen, gewinnen wir die Legitimität zurück, die wir verloren haben, mit gemeinsamen Strategien, die wir brauchen. Natürlich können Sie in Deutschland Ihre Probleme lösen, notfalls mit Elektrozäunen. Von mir aus. Aber die Demokratisierung geht vielleicht einher mit einer Europäisierung. Damit könnte man Probleme lösen. Eurokrise, Flüchtlingsfragen und so weiter.
So, also ich glaube jedenfalls, es gibt noch einen weiten Weg zwischen Ideen und der praktischen Politik, der Umsetzung. Ich habe begriffen, wir sind an einem schwierigen Moment in der europäischen Geschichte. Das war, glaube ich, heute deutlich. Ich möchte gerne noch zwei Bemerkungen am Schluss machen. Die eine richtet sich an unsere Schweizer Zuschauer. Es haben sehr viele letztes Mal geschrieben, weil mir im Eifer auch der letzten Diskussion, die auch ähnlich heftig geführt wurde, ein Fehler passiert ist, den ich sehr bedauere. Natürlich sind nicht 12 Asylbewerberheime in der Schweiz im letzten Jahr angezündet worden, sondern in den letzten Jahren. Das ist ein Fehler und das tut mir leid. Vielen Dank dafür, dass Sie komplexe Zusammenhänge versucht haben, in einer sehr kurzen Zeit deutlich zu machen. Und ich danke auch Ihnen fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir dann wieder für Sie da. Dann aber zur realen Uhrzeit 22:45 Uhr nach den Tagesthemen. Jetzt die Kollegen des Nachtmagazins. Thank you.